Batterien holen. Kastriert? Oh, das war schlimmer. Ich habe immer noch Schmerzen. Ja. Also falls das einer verpasst hat bei mir auf dem Channel, könnt ihr das gerne mal sehen. Ich habe aber, boah, ich habe aber auch so mich erschrocken. Zwischendurch. Hier Outlast 2 ist so mittlerweile so der Walking-Simulator geworden für mich. Ne? Aber beim ersten Mal spielen wir schon echt krass. Kastriert? Der hat den kompletten Unterleib zerteilt. Oder zertrennt. So. Ja, das, alleine das mit der Schule. Boah, was habe ich da, oh Gott, was habe ich da Schiss gehabt. Ihr könnt ja gerne das Outlast... Gibt es eigentlich ein Outlast 2 Best-of? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist es beim Let's Schiss 2016 mit dabei. Der Typ hatte zwei Geschlechter. Ja, das stimmt. Ja gut, das erste Geschlecht ist nicht mehr vorhanden, ne? Kann man ja sagen. Zwitter. Ja, ich gehe mal eine Runde zwittern. Der kann sagen, ich gehe eine Runde zwittern. Uhu. Freunde. Yeah. Ja, ja, ich weiß, du kommst gleich. Geh mal eben die Batterie holen. Warte mal, wo waren die? Hier hinten, ne? Hier. Wir haben ja Zeit. Wir können gemütlich gehen. So. Knöpfchen drücken. Weiß jemand, wann Outlast 3 kommt? Oh Gott, nein. Hallo? Wir sind erstmal bei Outlast 2. Hallo? Geh weg, lass mich. Lass mich. DC Craft 12. Ich grüße dich, willkommen zur Let's Play Live Show. Nein, Outlast 3 wird kommen. Also, weiß ich nicht, ob Outlast 3 kommen wird, aber ich sag mal, weil, wie gesagt, Red Rebels hat gesagt, VR ist ein Thema bei denen, aber erstmal machen sie Outlast 2 fertig. Und dann gucken sie sich VR an. Und je nachdem, wie Outlast 2 enden wird, wird sich danach entscheiden, denke ich mal, wie, ob Outlast 3 kommt oder ob die was ganz Neues machen. Ich bin ja mal gespannt, ob Outlast 1 und 2 zusammenhängt. Das würde mich mal brennend interessieren. Da lass mich mal überraschen. Ne? Da bin ich sehr gespannt, ob die beiden irgendwie miteinander verbunden sind. Da bin ich ja noch so... Da bin ich mal sehr gespannt, weil die haben echt hier mit Outlast 1 echt einen Knaller hingelegt. Vor allem auch mit dem DLC, wie das zusammenhängt. Und auch die Geschichte, also die können echt gute Storys schreiben. Sehr gute Storys. Wenn, dann erstmal Outlast 2 DLC. Ganz genau. Ne? Hey, thanks for your assholes. Yes, of course. Yes, yes, yes. So. Wie renne ich nochmal? Ah, ja. Ich bin gespannt, ob die Steuerung... Warte mal, hatten die Steuerung geändert bei Outlast? Beim zweiten Teil in der Demo? Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so entsinnen. Ist schon ein bisschen länger, wo ich gespielt hatte. War die Steuerung viel anders gewesen? Ich glaube nicht, ne, oder? So. Hoffe doch, dass es da weitergeht, wo es aufgehört hat. Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube da weiter, wo es aufgehört hat, glaube ich eher nicht, weil es soll ja wohl irgendwie mit so einem Kult zu tun haben aus so einem Dorf irgendwie, die wohl irgendwie verrückt sind und so antichristmäßig und alles. Und ob das irgendwie zusammenhängt hier mit Outlast 1, na, weiß ich nicht, mal gucken. Schauen wir mal. Würde mich aber auch brennend interessieren. Das werden wir aber alles im Herbst erst erfahren. Ich lade mal eben nach. Warte. So. Wo ist unser Kollege? I'm coming. I'm coming. Little fuck. I like the things da. I'm coming. Was? Kult doof?
Wie in the Evil. Was? Moment. Ich konnte ganz kurz schnell lesen. Kult doof wie the Evil Within oder Silent Hill. Ach, Kultdorf. Ja, nicht Kultdorf, sondern so eher so ein. Ja, halt wie so. Ich weiß gar nicht, ob den Film einer kennt, das Dorf. Diesen Horrorfilm. So in der Art. Halt alle so antichristmäßig und machen so Rituale und sowas. Könnte ich mir vorstellen, dass es so in die Richtung geht. Na? Das Ende von Outlast. Kann mir das wer erklären? Ich. Wenn du hier fleißig heute aufpasst, dann kann ich es dir erklären. Wenn du dran bleibst. Weil die Spieler ist heute relativ schnell durch und dann kann ich es dir komplett erklären. Wenn du möchtest, natürlich. Hallo Zwinker81, grüße dich, willkommen zu Let's Play Live Show, zu Folge 300. Die Jubiläumsfolge. Wir sind seit 16 Uhr am Stream. Schön, dass du eingeschaltet hast, schön, dass du zu uns gefunden hast. Sehr schön. So. Silky, silky, silky. Also. Ein paar Minuten ist er durch, ja genau. Also, wir spielen ja. Die Verdammten ist auch geil. Oh ja. So, wir spielen ja hier einen Reporter namens Miles Upshur, der eine gewisse E-Mail gekriegt hat von einem Herrn Wayland Park. Ja? Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Ich muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Murkoff scheffelt Geld und das muss aufgedeckt werden. Sowas stand ungefähr in der E-Mail. Irgendwie sowas. Und wie gut ich das kann, ne? Ich kann Outlast schon fast in- und auswendig. Es ist fürchterlich. Es ist gruselig schon fast. Und wir reisen als Reporter dann zu dieser Nervenheilanstalt, ja, um halt herauszufinden, was da los ist. Und geraten halt hier mittendrin hier rein. Ne? Und wie du siehst, sind wir gerade mittendrin statt nur dabei. Und ja. Wie das dann weitergeht, oder beziehungsweise jetzt hier, versuchen wir jetzt erstmal weiterzukommen. Wir sind ja jetzt in der Kanalisation, wir haben rausgefunden, oh mein Gott, hier sind irgendwelche verrückten Patienten. Wir müssen irgendwie versuchen hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir haben unsere Kamera dabei. Oh mein Gott, wir müssen versuchen zu entkommen. Unseren Weg durch die Nervenheilanstalt zu bahnen und versuchen zu flüchten. Mit der Kamera bewaffnet, mit das Merkel, der uns verfolgt. Irgendwie werden wir es schaffen. Und das DLC knüpft quasi. Ja. Das DLC ist quasi ein Pre-Sequel. Weil das spielt quasi vor den Geschehnissen von Outlast 1, mittendrin und danach. Das ist das DLC. Whistleblower. Aber dazu kommen wir nachher. Jetzt erstmal das Hauptspiel. So. Weiter geht's. Der Film mit den weißhaarigen Kindern. Oh Gott. The Grudge oder The Grudge. Der erste Teil. Die japanische Version. Boah, was habe ich da Schiss gehabt. Alter. Das war so creepy. 28 Zuschauer, vielen lieben Dank, Dankeschön. Gerade waren es, glaube ich, 33. Dankeschön. Schön, dass ihr alle da seid. So. Oder soll ich, warte mal, soll ich dich DC Craft nennen? DC Craft 12 oder Dr. Craft 12? Dr. Craft 12. So. Der hat eine Ausdauer, ja. So. Dann gehen wir mal weiter. Ich gucke mal da auf den Chat, obwohl ich eigentlich im Spiel gucken kann, weil da habe ich auch einen Chat. Ich bin so schlau. Ich bin so klug. K-L-U-K. Wo ging es raus hier? The Grudge, boah. Ich hatte lange, lange Albträume. Ich auch. Das war vor allem der erste, wie ich den ersten Mal wieder rauskam. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Okay. Dann nenne ich dich Dr. Craft 12. So, hallo? Hier. Also, wir sind immer noch der Reporter und müssen hier rausfinden. Ja, in der Geschichte oder beziehungsweise in den Dokumenten steht ja sogar noch drin,
was hier geforscht worden ist oder beziehungsweise was hier passiert ist, dass sie halt mit der menschlichen Psyche geforscht haben und so, mit Gehirnströmen, Therapie und tralala, und haben halt den Menschen halt versucht, ja, quasi herauszufinden, was mit dem menschlichen Gehirn so alles möglich ist. Und du bist irgendwie voll sympathisch. Oh, vielen lieben Dank, das ist voll lieb. Dankeschön. Hashtag no homo, ne? Das ist voll lieb, danke. Und das, wie gesagt, erfährt man hier auch, wenn man die Dokumente einsammelt und so ein bisschen liest und alles. Hallo, mein Freund. Nein, ich will hier, na, ich will auch nur hier runterspringen. Lass los. So. Freue mich schon auf Dienstag Resident Evil 7. Ich nicht. Nach dem, was ich so gehört habe von meinen Freunden. Wie gesagt, ihr werdet ja nur das Spiel sehen, nicht mein Gesicht, weil mit VR geht es ja nicht mit Kamera. Leider, Gottes Namen, weil die Kamera ja beide Linsen braucht. Und, aber ich werde es ja nochmal so im Stream spielen, als Live-Let's Play, dann ohne VR. Oh, das wird, aber ihr werdet meine Schreie hören. Ich glaube, das wird reichen. Ich glaube, das wird definitiv reichen. So. Weiter geht's. So, gleich sind wir an so einer kleinen, heiklen Stelle. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Moment, ich hab mir mal eben den Kopf. So. Alle hopp. So. Ich habe die Demo hier gesehen. Eigentlich, was? Ich habe die Demo hier gesehen. Etliche andere Streams. Mal wieder habe es vor 2 Wochen selbst mal gespielt und abgebrochen. Ich hatte immer noch Schiss. Meinst du jetzt die Resident Evil 7 Demo? Die Beginning Hour? Was hast du gehört? Wie? Was gehört? Achso, von meinen Freunden, weil die haben schon Resident Evil 7 gespielt, teilweise. Und was die so gesagt haben, wie fürchterlich es ist. Ey, mach, dann mach erst ein Live-Let's Play. Ohne VR. Nee, ohne VR ist. Ohne VR ist doch doof, Live-Let's Play. Sonst kennst du es schon. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich erst in VR spielen? Das müsst ihr mir sagen. Soll ich erst das in VR spielen im Stream oder erst im Live-Let's Play ohne VR? Das müsst ihr mir sagen. Das weiß ich nicht. Ich glaube, VR ist echt nochmal eine andere Erfahrung. Ach, die Resident Evil Demo, ja, die ist vor allem jetzt so die neueste mit dem Dings, so Ladebildschirm, mit dem Keller jetzt, was hinzugekommen ist. Oh, das ist so fürchterlich gewesen. Ich habe mich so erschrocken in VR. Boah, ich glaube, ich brauche definitiv Dienstag einen Arzt, dann, wenn ich das spiele. Also ihr könnt mir das gerne mal schreiben. Schreibt mir das mal, wie ich das machen soll. Soll ich das dann im Stream Dienstag mit VR spielen oder soll ich das, also entweder in VR Dienstag im Stream ohne Kamera? Halt nur halt mein Geschrei halt mit VR-Brille. Oder halt, ich spiele das Dienstag im Live-Let's Play ohne VR mit Kamera. Das müsst ihr mir sagen. Ne? Danke, das verschreibt gleich im VR. So. Hier ging's lang. So. Spiel's, wie du es magst. Du wirst halt leiden bei dem Spiel. So, für Zuschauer ohne VR, für deine eigene Erfahrung in VR, ist ein gewaltiger Unterschied in VR. Das kann ich mir vorstellen.
Where's my money? Where's my money? Where's my money? You can hide! Meine Lieblingsstelle. Wohlgemerkt. Es muss noch einen anderen Weg geben. Er ist durchzogen im Feuer. Ja, ich weiß nicht. Ich bin so zwiegespalten, was es angeht. You can hide! Kommt gleich wieder. Achtung, gleich kommt's. You can't hide! You slippery little whore! Was? Jump! You slippery little whore! Hab ich doch gesagt. You can't hide! Im Blindmodus wird man sich eh zwischen. Wo muss ich lang? Oh, hier. Schockszenen erleben. Ja, das stimmt. Nur die Frage ist, was ist interessanter für den Stream? In VR oder ohne VR? Ja, warum? Das ist die große Frage. Ist es. Mimi will chase you, buddy. Und die Frage ist, was ist interessanter für den Stream? VR oder normal mit Kamera dann? Das ist so die große Frage. His witness or whatever, you must be exhausted. Let's take a break, buddy. The old two martini lunch. Und ach genau, weil du gerade Rätsel ansprichst, da bin ich mal sehr gespannt, wie die Rätsel sind, weil die haben gesagt, sie wollen ja zurückgehen zu den alten klassischen Rätseln von Resident Evil. Da bin ich mal sehr gespannt. In der VR-Version von Resident Evil 7 sieht man den VHS. Achso, sieht man in der VR einen Geist. Hat man vorher auch schon gesehen, ohne VR, Palle. Doch, ohne VR auch. Kannst du auf YouTube sehen. Habe ich auch schon gesehen, in der Demo. Das ist, weil die sind immer nur eine Sekunde da. Und du musst im richtigen Moment da stehen. VR. Da kannst du zwar den Chat nicht lesen, aber ich finde trotzdem, denke ich, lustiger. Dauert doch noch länger bis zum Ende. Wie viel haben wir jetzt auf der Uhr? Wir sind jetzt beim Doktor, ne? Was kommt da noch? Ja, jetzt haben wir so 25 Minuten, eine halbe Stunde, denke ich mal, bis zum Ende. Bis wir dann das DLC anfangen. Oh ja. Sie haben es in sich. Komisch, heute war er nicht da. Ja, weil ich sag ja. Die Geister sind nur an einer gewissen Stelle. Du musst genau richtig stehen. Du musst genau in der richtigen Sekunde da stehen und so weiter und so fort. Gibt's auf YouTube auch Videos. Also die gibt's auch in der normalen Version, nicht nur in VR. Du musst genau da stehen, so wie es sein muss. Sonst funktioniert das nicht. Es gibt insgesamt 6 Geister, glaube ich, oder so. Ich glaube 6 Stück. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation. Only we'll just need a second to wash up. Was hat Geist gesehen? Irgendwie geht mir das immer zu schnell. Ja, ich kenne das. Oh, Movies. Oh, yeah. Give me a chance to talk. To talk. Ban. Nice ass, Ben. Lass mich raus hier. Lass mich raus. I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. Kann dir doch egal sein, wie viel Zeit ich mit Vater Martin verbringe. Von dem Vater Martin. Now, Bible thumping. In der Demo 6? No offense to the man, but I sometimes worry he might just. Du meinst in der Resident Evil 7 Demo Beginning Hour? It's understandable if people get scared. There's like the turn of God as anything else. God died with the ghost. Hab aber auch im Nachhinein nachgeschaut. Könnt ihr auf YouTube schauen. Wie gesagt, es gibt sogar Videos, wo die 7 Geister gesehen worden sind. Murder is the simplest form, but what happens when all money is gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. Make you believe. Make you believe.
Ob sowas auch gibt in Outlast 2 wieder? Aua! Dein Resi-Stream Dienstag, Sascha, schön in VR. Understand what we achieved here. We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Schön aus dem Pissoir die Schere. Ich sagte das. Fürchterlich. Du brauchst auch die volle Packung Horror. Ja, das Schlimme ist, ich weiß nicht, wie ich die Kerze hinstellen soll. Soll ich die im Wohnzimmer einfach auf den Tisch stellen? Ich weiß es nicht. Weil hier im Spielebereich werde ich die, glaube ich, nicht hinstellen, die Kerze, weil nachher schmeiße ich die um echt und die ganze Bude fängt an zu brennen. Ne, lass mal. Ich bin mir da so ein bisschen unsicher, wo ich die hinstelle. Vielleicht stelle ich doch irgendwie oben auf ein Regal, damit Gizmo nicht umhaut. So, weiter geht's im Text. Come closer. Ja, leck. Ja, bla bla bla. Ja, ja. Ach ja, der kommt ja erst rein. Schläger! Schläger! Dr. Zhivago kommt jetzt gleich wieder. So. Freunde. Wir haben den Doktor schon fast geschafft. Ah, I see what's happening. Jaha! Huch! Lass mich los! Ja, 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 bla, 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 quassel du mal. So. Nicht, dass Gizmo, sich daran erleuchtet. Und es was Wärme ins Haus bringt. Ja, deswegen sag ich ja. Hallo, wow. Oh, oh. Riskante Stelle. Ich trau dem Braten nicht. Wo bleibt der? Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Alter. Oh, ich dachte, wo kommt der denn hin? Nein, fuck. Nein, 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 fuck, hau ab, Alter, verpiss dich. Nein, nein, what the fuck, Alter. Fick dich, damit habe ich gerechnet, dass der Wichser umdreht und woanders lang geht. Nein, fuck, scheiße. Oh, das wird eine lange Nacht. Oh Gott, Freunde, das wird eine lange Nacht. Oh Gott, ich sag ja, ich kann's nicht mehr. Oh Gott, ich bin zu lange raus aus dem Spiel. Boah, wie lange haben wir keine Outlast mehr gespielt? Ein halbes Jahr, wenn nicht nur länger. Oh Gott. War das nicht in Heavy Rain, wo der auch den Finger abgehackt hatte und den sich noch in die Tasche gesteckt hatte? Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Freunde, das wird eine lange Nacht, definitiv. Oh Gott. Der Penner von Doktor, Alter. Dreht der um an der Tür und rennt außen rum. Damit habe ich ja gar nicht... Ich habe damit schon so ein bisschen gerechnet, deswegen bin ich nicht zum Spind gerannt, den ich wegschieben musste, weil ich schon die Fußtritte von dem gehört habe. Alter, der kleine Pimmelberger, das ist ja unfassbar. Meine Güte. Ja gut, da müssen wir nochmal machen. Ist ja nicht so schlimm. Mann. Verdammt. So. Freunde. Wir sind wahnsinnig. Wir testen den Wahnsinnsmodus mal wieder. Oder wir schaffen den mal wieder durch. Okay, dann wird das heute nicht mit einer Stunde durchspielen. Oder zwei. Ja, Freunde. Den ersten Fail haben wir schon. Bastard 25. Grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Zur Jubiläumsfolge. 300 Folgen LPLS. Man mag es gar nicht glauben. Oh je, wieder ein Speedrun. Es ist kein Speedrun. Es ist ein Speedy Run Fun. Auf ein neues. Moin, moin, Jolle 37. Willkommen zurück. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. So.
Lalalala. Ja, hallo Freunde. Hast du noch eine Stunde 54 Minuten? La 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 la. And who are you then? Ich hab noch gesagt, ein paar Minuten, Dr. Kraft 12, dann ist es du, dann ist er durch. Jetzt wahrscheinlich jetzt erstmal Wonder Streams gucken, ne, und kommt gleich wieder und denkt sich so, der war doch gerade schon da. Ich kann es nicht ändern, es tut mir leid, ich kann es nicht mehr. Immer noch am Stream grinst? Ja, habe ich doch gesagt. Wenn ich sowas mache, dann mache ich daraus ernst. Ne? Habe ich ja damals beim 24-Stunden-Stream. Das Geile beim 24-Stunden-Stream war gewesen, ich weiß nicht, ob ihr euch entsinnen könnt, da waren einige gewesen, die so angedeutet haben, der wird das eh nicht durchziehen. Wo du so gemerkt hast, dass die Leute es dir nicht glauben, dass du es machst oder durchziehst. Da waren einige dabei gewesen, die gesagt haben, das macht er nicht, das zieht er nie im Leben durch. Ne? Und dann nachher, das Geile war gewesen, irgendwie so um 3, 4 Uhr rum waren sie weg. Und dann morgens so gegen 7, 8 Uhr wurde gemerkt, dass ja, die Leute machen sich Kaffee, ne, sitzen am Frühstückstisch, schön gemütlich, so haben wir mal. Das Erste, was die gemacht haben, war Fernsehen an, Konsole an und geguckt haben, ob ich noch streame. Das hast du richtig gemerkt, weil die Zuschauerzahlen dann auf einmal so gegen 7, 8 Uhr auf einmal in die Höhe schossen. Das kannst du ja sehen auf YouTube, ich habe die Folgen ja online. Da siehst du wirklich, wie die geguckt haben, ist er noch da? Und alle so, hallo, du bist ja noch am Stream, faszinierend. Voll geil.